Hallihallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Subways is Lore Part 2. Diesmal sind die Void-Elfen dran. Ich habe jetzt den Argus-Vorstoß. Heißen die so? Und. Oh, erst mein Hund streicheln. Du hast ja süß. Bevor man die Welt retten muss, mein Hund streicheln. Ein Corgi. Und die Lichtgeschmiedeten fertig. Ich hole mir jetzt einen Void-Elf. Hi, König von Sturmwind. Manchmal müssen wir etwas kämpfen, an das wir glauben. Ja, ja, klar, Verbündete. Aliria, zeig mir nochmal, wie die Blutelfen, ich meine leeren Elfen aussehen. Ups. Und nochmal die lichtgeborenen, lichtgeschmiedeten Venai. Nee, wir holen uns einen leeren Elf. Anduin, was muss ich machen? Ihr seid in Sturmwind, immer willkommen. Aliria hat von einer Gruppe Blutelfen, ja gut, nehmen wir mit. Ein König ist nur so her, wie die Ziele, für die er einsteht. Wir alle so, Aliria, die Geisterlande. Wählt den Eurigen. Ein Blutelf namens Umbrek und seine Gefolgsleute wurden für ihr Studium die leeren Magie aus Silbermond verbannt. Ähnlich wie die, Hochelfen. Der Silberschwur. Die Schatten können die mächtige Verbündete bitte sein. Bitte begebt euch auf die Suche nach diesen Verbannten. Wie man sie kontrolliert. Vielleicht kann unser Champion euch dabei helfen. Wir versuchen unser Bestes, sie aufzuspüren, Hochkönig. Hier entlang, Champion. Hier endlich mal ein Portal. Die Allianz ist sowieso viel besser. Die stellen wenigstens Portale, anstatt irgendwie hier, wir sind die guten Blutelfen, das magieaffinste Volk der Welt und können nicht für unsere Truppen sorgen. Die Geisterlande. Dies war einst der Immersangwald. Atemberaubend schön. Der Windläuferturm, das Anwesen meiner Familie, steht nicht fern von hier. Na, da hinten. In diesen Wäldern waren meine Schwestern und ich so glücklich. Sie so zu sehen, füllt mein Herz mit Kummer. Ich mag Aliria sehr gerne. Viel besserer Charakter als Turalyon in WoW. Ich kenne, also viele Leute denken natürlich auch, dass Aliria ziemlich doof ist und sowas und dass die so ungestüm ist und denkt, dass sie die Leere kontrollieren kann und dergleichen. So war Aliria schon immer und so sind die Windläuferschwestern sowieso grundsätzlich. Ich meine, Sylvanas, guckt euch Sylvanas an, die macht, also erstmal ernsthaft, ne? Dieses Heiligtum zeugte einst von der Macht unseres Volks über das Arkane. Nun ist es nichts als eine Ruine. Ein Buch. Nutzt jede Waffe, die euch zur Verfügung steht. Unsere leeren Experimente schreiten gut voran. Ich bin sicher, dass wir kurz vor dem Durchbruch stehen. Trotz der engstirnigen Bedenken von Romath. Der Großmagister muss verstehen, dass diese Kraft für die Verteidigung Silbermonds unerlässlich ist. Nie wieder werden die Sindorei ihren Feinden ausgeliefert sein. Leider kommt unsere Forschung derzeit nicht voran. Ich glaube aber, in Andiliens Grund liegt Wissen verborgen, das uns weiterhelfen wird. Andiliens Grund. Ich erinnere mich, ja. Kommt, Champion. Also auf nach Andiliens Grund. Schade, dass Aliria ja nichts über die Todesschneise gesagt hat. Aber egal. Wir sind an Andeliens Grund angekommen und ein komischer kleiner Blutelf steht davor und, ja. Ehre den Sindorei. Man sieht nicht allzu viele Lehrlinge hier, oder? Ist Gold. Sieht aus, als wurde das Anwesen bereits durchsucht. Aber vielleicht hat Umbrek einen Hinweis hinterlassen. Na, vielleicht ist das einzige Buch, was hier steht. Sind wir nicht die ersten unseres Volkes, die versuchen, die Lehre nutzbar zu machen. Ich habe Notizbücher gefunden von jemandem, dessen bloßer Name als Fluch gilt. Dakan Drathir. Durch Drathirs Verrat gelang es Arthas, den Sonnenbrunnen zu verderben und unser Königreich in Ruinen zu verwandeln. Zum ersten Mal verstehe ich, warum Romath sich gegen unsere Forschung stellt. Dennoch glaube ich, dass dieses Wissen zum Guten genutzt werden kann. Drathir führte seine Experimente meist im Morgensternturm durch. Lasst uns dorthin aufbrechen. Umbrek riskiert viel. Er folgt dem Pfad des Verrats. Lasst uns hoffen, dass ihm diese Obsession nicht zum Verhängnis wird. Kommt, wir müssen uns auf den Weg machen zum Morgensternturm.
Sehr interessant. Der Verräter Drakan Drathir. Der, der die Elfen verraten hat an Arthas, hat auch die Lehre studiert. Komisch, dass man davor nie etwas darüber wusste. Aber dass er die Lehre studiert hat, wundert mich nicht. Er wollte Arthas schlussendlich ebenfalls verraten. Arthas machte kurzen Prozess mit ihnen und belebte ihn als Untoten wieder. Er residiert als Wächter in der Todesfestung, bis er dort von der guten Alleria, nicht Alleria, Liadrin getötet wurde. Übrigens gehört Liadrin eigentlich meinem Paladinorden an. Warum zum doofen Hordlerritt? Hier liegt große Macht verborgen. Seid vorsichtig. Kaputte Arkanhäscher. Ein schönes Artefakt, eine Teleportationskonsole, die aussieht wie von den Naru. Umbrick ist ein begnadeter Gelehrter, aber sein Eifer hat ihn und seine Anhänger in die Verbannung geführt. Ja, wie Resas Eifer auch. Anscheinend verbannen die Blutelfen halt einfach sehr gerne. Okay, der Ausblick hier ist echt geil. Guckt euch das mal an. Wow. Falsche Taste gedrückt. Boah, jetzt springen wir darauf, kommt. Dort hinten Armani-Lande. Da Lehrer ja gucken mit. Schönes Land. Und dort ist das Buch. In seinem Streben nach Macht suchte Drathir nach den Fragmenten einer uralten Welt. Ein Reich am Rande der Leere selbst. Laut seinen Aufzeichnungen existierte es in einem Riss im Gewebe der Realität. Er hat den Ort nie gefunden. Aber ich war erfolgreich, wo er versagte. Der Weg wird uns bald offenstehen. Drathir vermutete, dass dieser Riss ein uraltes Objekt von unaussprechlicher Macht birgt. Vielleicht ist das der Schlüssel, um Kontrolle über die Schatten zu erlangen. Mit Hilfe dieser Notizen kann ich den Weg in diese Welt erneut öffnen. Lasst mich sehen. Eine Welt am Rand der Leere selbst? Telogurus. Es ist ein guter Tag für die Jagd. Eine Welt an der Leere selbst. Umbrick und seine Blutelfen wurden wegen ihres Wissensdurstes zur Heimat verwiesen. Behaltet, wir sind bereit fortzufahren. Seid wachsam, Champion. Wir wissen nicht, was uns in dieser Welt erwartet. Teleko. Da vorn, das muss Umbrick sein. Ho. Lass uns einen Screenshot machen. Leeren Säulen und leeren Magier. Leeren Hexenmeisterinnen. Grüße. Umbrick. Jahrelang haben wir an unserem Verständnis die Mächte der Leere gearbeitet und endlich stehen wir kurz davor, sie zu begreifen. Magister Umbrick, ich bin Alleria Windläufer. Alleria Windläufer? Wie habt ihr... Was für eine unerwartete Ehre. Mein Volk und ich haben Geschichten davon gehört, was sich auf Argus zugetragen hat. Wie ihr euch vorstellen könnt, interessieren wir uns sehr für eure Begegnung mit dem dunklen Naru. Ein andermal vielleicht. Der Champion und ich haben nach euch gesucht. Wir wissen, dass ihr aus Silbermond verbannt wurdet. Ich denke, wir haben einiges gemeinsam. In der Tat. Wie auch ihr glauben wir, dass die Lehre zum Schutz des Lebens eingesetzt werden kann. Nicht nur, um es zu verschlingen. Wir haben große Fortschritte gemacht, Lady Windläufer. Doch viele Fragen bleiben noch offen. Eine Puzzlebox. Dieser Würfel zum Beispiel. Die des Yogg-Saron. Ein uralter Mechanismus. Vielleicht sogar älter als das Leben auf Azeroth selbst. Er scheint verschlossen und bisher konnten wir ihn noch nicht öffnen. Vorsicht, Umbrick. Antworten auf solche Fragen haben oft ihren Preis. Endlich. Vorsicht! Die Zukunft, die ich sah, wird Realität. Danke, dass ihr den Pfad geebnet habt. Schon wieder der gute Letterprint. Wer seid ihr? Name. Hier drüben. Ihre Bedeutung. Die
interessantere Frage ist, zu was werdet ihr werden? Mein Volk wurde von der Lehre neu erschaffen. Frei von den Beschränkungen des Fleisches bieten wir euch dasselbe Geschenk. Widersetzt euch den Stimmen, Umbrick. Dieses Geschenk ist nichts mehr als Sklaverei. Ich spüre, wie die Macht mich ruft, mich verändert. Kommt, Champion. Wir müssen diese Transformation stoppen, bevor mein Volk verloren ist. Ja, was ist das Artefakt? Ist es einfach nur ein Ding, was Leute in leeren Kreaturen verwandelt? Warum ist es hier? Trotz seines ruinösen Zustands hallen an diesem Ort die Stimmen der noblen Wesen wieder, die hier ihr Ende fanden. Und der Hass des Heiligen, der diese Welt war. Entweder ist es ein alter Gott, von dem der gute Netherprinz Durzan spricht, oder es ist die Welt, die der gute Sargeras zerstörte. Uah, Kugel. Die Welt, die Sargeras zerstörte, als er die alten Götter sah. Ist es diese Welt, auf der Sargeras böse wurde, beziehungsweise seinen dunklen Kreuzzug startete? Diese Welt, die er zerstörte? Wo die Nathresims die Lehre studierten? Oder ist hier wieder einmal der gute, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, diesen großen Void-Manifestation-Ding. Das ist die Frage. Oh, eine Transmogrifiziererin. Die arbeiten mit der Lehre zusammen? Na geil. Jetzt kann man wenigstens mit der Lehre gut aussehen. Dieser Wirbel vor uns produziert vor Macht. Sehen wir uns das an, Champion. Ein weiterer Lehrenriss, ein weiteres Portal. Dieser Lehrensturm ist eine Verbindung. Ein Tor, das geschlossen werden muss. Warum widersetzt ihr euch? Ihr steht an der Schwelle zu einem glorreichen Schicksal. Eine Entartung. Nirgisch. Eure Unbelehrbarkeit ist ein Jammer. Die Geduld der Meister ist groß, aber nicht endlos. Meint er uns oder Aleria? Ein geringer Rückschlag. Die Lehre wird euch verwandeln. Erweckt, was je eure Bestimmung war. Nein. Ihr könnt sie nicht versklaven. Sie sind nicht verloren. Meint er die Blutelfen? Meint er Aleria oder meint er den Spielercharakter? Niemand in den Kommentaren hatte geschrieben, dass ja während des Szenario der Tod von Kromi die Entartung gesagt hat, beziehungsweise der Lehrenlord, was macht ihr hier? Die Erhabenheit des Chaos. Die Herrlichkeit endlosen Hungers. Da dachten wir ja, dass er den Spieler meinte. Erwehrt ihr euch eures Schicksals, Windläufer? Schließt euch mir an und herrscht an meiner Seite. Ich durchschaue eure Lügen, Durzan. Und die anderen werden das auch. Ich biete Freiheit. Ich biete Stärke. So schwarz. Tod ist bedauerlich. Unser Schicksal bestimmen wir allein, Durzan. Ihr werdet nicht unsere Zukunft diktieren. Die Transformation unvollständig muss beendet werden. Das Einzige, das hier beendet wird, ist euer jämmerliches Dasein. Champion, mein Volk ist frei, doch wir haben uns verändert. Und
Die Stimmen. Dur-San hat versucht, euch eure Sterblichkeit zu entreißen. Euch ihm gleich zu machen. Sklaven seines Hungers. Doch euer Schicksal liegt in eurer eigenen Hand, Umbrick. Ich kann euch lehren, das Flüstern verstummen zu lassen, sodass die Schatten euch dienen und nicht ihr ihnen. Mein Hochmut wäre beinahe unser Untergang gewesen. Ich ließ mich mit Kräften ein, die ich nicht beherrschte. Bitte, Aleria, lehrt uns den Weg und wir werden euch folgen. Ich spüre die beachtlichen Kräfte, über die ihr gebietet. Ihr werdet ein wertvoller Verbündeter für die Allianz. Silbermond hat uns vor langer Zeit den Rücken gekehrt. Heute wurden wir wiedergeboren und es ist passend, einen neuen Pfad einzuschlagen. Fortan gilt unsere Treue der Allianz. Im Gegenzug verspreche ich, euch auf eurem Weg zur Seite zu stehen. Der Champion und ich werden Hochkönig Vrim hiervon berichten. Danach kehre ich zurück, um euch auszubilden. Nun gut. Es wird einige Zeit dauern, bis wir uns an unsere neue Gestalt gewöhnt haben. Wir freuen uns auf eure Rückkehr, Lady Windläufer. Und euch, Champion, gilt unser tiefster Dank. Und durch ein weiteres Portal. Gut, dass wir nicht laufen müssen. Wie in anderen Questreihen. Sturmwind weiß euren Dienst an der Allianz zu schätzen. Ich grüße euch. Hochkönig Vrim, unser Champion und ich haben die verstoßenen Sindorei aufgespürt. Ähnlich wie mich hat die Lehre auch sie verändert. Doch ihr Herz und Verstand gehören immer noch ihnen selbst. Ich werde sie führen, ihnen beibringen, das Flüstern der Schatten zu kontrollieren. Im Gegenzug werden sie gemeinsam mit der Allianz gegen all ihre Feinde kämpfen. Es wird einige Zeit dauern, bis diese leeren Elfen das Vertrauen aller in unseren Rängen gewonnen haben. Doch solange sie euren Lehren folgen, sind sie in der Allianz willkommen. Lady Windläufer, Champion, ihr habt uns heute einen großen Dienst erwiesen. Ich danke euch. Es ist mir eine Ehre, erneut zu dienen, Hochkönig. Für die Allianz. Für die Allianz. Ihr habt einen wichtigen ersten Schritt zur richtigen Richtung gemacht. Juhu, aber wir erstellen uns erstmal einen Leeren-Elfen. Ein Emo-Elfen, was? Leeren-Elfen, genau. Eine Priesterin, was? Lorbrecher? Nein, eine Void-Elfin, also eine Schattenpriesterin. Ja. Locken wir uns mal ein. Die Leere. Eine Kraft von unendlichem Hunger. Ihr Flüstern hat den Willen von Drachen gebrochen und selbst die Kinder der Titanen in den Wahnsinn getrieben. Weise und Gelehrte fürchten die Leere. Doch wir haben verstanden, was sie nicht begreifen. Die Leere ist eine Kraft, die sich bändigen lässt. Von einem Willen, der stark genug dafür ist. Die Leere hat uns geformt, uns verändert. Doch ihr werdet sie meistern. Führt die Schatten als Waffe, um unsere Welt zu retten und die Allianz zu verteidigen. Wonach sucht ihr? So. Dort hinten ist noch der Raumgänger. Mit dem möchte ich auch nochmal reden. Gelehrter aus Silbermond. Was anscheinend werben die leeren Elfen neue Leute an. Faszinierend. Ich habe gespürt, dass Veränderungen auf Aleria warten, aber ich hatte nicht erwartet, dass sie eine folgenähnliche Verwendung durchmachen würde. Was wisst ihr über Telogros?
Die Stätte ist uralt, von Zorn zertrümmert, doch geformt von den Fäden des Schicksals. Hier gibt es viel zu lernen. Ich denke, ich bleibe ein wenig. Auf bald. Das dürfte wirklich die Welt sein, von der aus Sageras seinen Entschluss fasste, die leeren Lords zu besiegen bzw. das Universum neu zu formen. Faszinierend. Ich hätte nicht gedacht, dass es diese Welt ist, wo ich hier betreten habe, aber jetzt denke ich das. Ja, gut. Nun gut, wir sehen uns in einem nächsten Part. Oder würde ich sagen, in einem nächsten Tipartos. Geht euren eigenen Weg. Ihr denkt, ihr seid finster? Wieso? Stand das in der Zeitschrift, die es gratis zu dem schwarzen Nagellack gab? Ich kann euch versichern, unter diesen Kleidern herrscht keine Leere. Gibt es Neuigkeiten? Lebt wohl. Manche werden euch sagen, das Licht ist der einzige Weg. Die eine Waffe, die Feinde von Azeroth stoppen kann. Aber wir sehen Alternativen. Viele Pfade, viele Möglichkeiten, die uns offen stehen. Es wird die geben, die euch in Frage stellen, an eurer Entschlossenheit zweifeln. An eurem Vermögen, Mächte zu bändigen, die schwächeren Geistern zum Verhängnis wurden. Gemeinsam werden wir sie eines Besseren belehren. Nutzt, was ich euch gelehrt habe, um die Kontrolle zu behalten. Werdet zu einer Waffe für die Allianz, auch wenn ihr dafür am Rande der Finsternis wandelt. Ich grüße euch. Verliert nie die Konzentration. Der Kosmos ist voller Mysterien. Geht euren eigenen Weg. Mein Schicksal bestimme ich allein. Unser Volk ist das Antlitz einer neuen Zukunft. Es ist ein guter Tag für die Jagd. Wir nutzen die Macht. Wir fürchten sie nicht.